Ja, hallo. Ich möchte jetzt direkt mal was aus der Praxis wieder zeigen. Es geht um die Pfadfinderregel, Wirtschaftlichkeit, Clean Code. Und zwar habe ich hier ein Projekt, an das sich ein Auszubildender vor 2 Jahren gewagt hatte. Und zwar ging es darum, von VB6 auf .NET zu migrieren, das ganze Projekt. Man muss dazu sagen, es handelt sich hier um Programmlogik, die sich eigentlich die letzten 10 Jahre nahezu nicht geändert hat. Das ist so ein Bestandsexport für eine Tochterfirma, für eine kleine Tochterfirma in Polen. Und die muss halt wissen, wie es so um die Verfügbarkeit der Artikel bestellt ist, wenn sie was verkaufen. Und da die kontinuierlich einfach nur die gleiche Version von ihrem dort verfügbaren ERP-System einsetzen, hat sie an der Schnittstelle seither nichts geändert. Und deshalb mussten wir eigentlich an diesen Programmcode nie groß ran. Ich glaube, 8 Jahre lang lief es mit VB6 und dann haben wir es vor 2 Jahren, sagte ich, schon mal eine nette Aufgabe für einen Auszubildenden, der kann das portieren auf .NET. Und ja, jetzt war ich vor kurzem, musste ich da was ändern. Nicht, weil sich an der Schnittstelle was geändert hätte, sondern weil eine externe Bibliothek, die wir bisher verwendet haben, sich geändert hat. Und jetzt habe ich das Ganze eben mal mir angeschaut und habe dann festgestellt, klar, es ist wirklich so ein Ergebnis halt, wo man sagt, das ist ein bisschen schwierig zu durchblicken. Und aber lohnt sich jetzt der wirtschaftliche Aufwand, da das Ganze schön zu machen für etwas, was eigentlich sich nahezu nie ändert? Und jetzt habe ich für mich gesagt, Pfadfinderregeln möchte ich einhalten, aber ich möchte auch die wirtschaftlichen Aspekte beachten. Deswegen habe ich für mich so einfach Timebox 1 Stunde investiert, um das Ganze ja, wartbarer zu machen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Der Kollege, der das damals gemacht hatte, war wie gesagt ein Auszubildender, der hat sich da schon ein paar Gedanken gemacht, aber vielleicht nicht ganz so hundertprozentig zu Ende. Und ein Beispiel hierfür: Er hat 3 Interfaces gemacht und hat da mit Sicherheit an das Prinzip Interface Segregation Principle gedacht, dass man eben möglichst kleine Interfaces deklariert. Das macht auch Sinn in der Regel, aber an dieser Stelle hat er im Prinzip einfach das gleiche Interface immer wieder gemacht, wie man hier sieht. Ja, es ist dreimal genau exakt das gleiche, ermittle eine Void-Methode und auch das als Parameter und hat neben diesen 3 Interfaces dann logischerweise auch 3 Implementierungen, wobei, was heißt logischerweise, Entschuldigung, das ist die falsche Klasse, was heißt logischerweise, muss nicht unbedingt sein, aber es war an dieser Stelle so, bin jetzt gar nicht sicher, ob man eigentlich diesen ganzen Aufbau hier sieht, also es sind recht viele Klassen, klar, Unit-Tests dann noch für jede Einzelklasse schreiben müssen. Das war damals, weil wir auch gesagt haben, das ist ein gutes Training. Er soll bitte alles Unit testen, ob das jetzt unbedingt Sinn macht. Ich bin eher so ein Fan von Integrationstests. Da kommen wir später noch drauf. Aber das war damals auch so die Vorgabe, dass er für alles Integrationstests schreibt. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz sind es sehr viele Klassen, wie man hier sieht. Ja, für eigentlich eine relativ kleine Aufgabe. Und deswegen hat er auch hier 3 Implementierungen. Diese Implementierung tut quasi dieses Interface umsetzen. Und diese Klasse tut dieses Interface umsetzen. Und wenn man hier sich das Ganze mal anschaut, ich mache jetzt gerade meine Seite hier ein bisschen kleiner, dann ist es eigentlich immer das Gleiche. Es gibt eine Query, die ist natürlich pro Klasse unterschiedlich, weil da unterschiedliche Daten eben abgefragt werden. Aber der Großteil der Logik ist eigentlich der gleiche. Und zwar wird hier eine Connection aufgemacht, die Daten gelesen, dann gibt es noch kurz eine Konvertierung. Und ansonsten ist aber alles das Gleiche in Grün. Und ja, das kann man dann auch vereinheitlichen. Denk mal, der erfahrene Entwickler würde das relativ schnell sehen. Unser Azubi würde es heute auch relativ schnell sehen. Aber das war halt damals so. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, was machen wir hier? Da gehen wir jetzt her, machen als erstes mal ein Interface aus diesen 3 und schauen, was ist alles gemeinsame Logik und was ist quasi individuell und konsolidieren das Ganze. So. Und das habe ich so gemacht. Machen wir hier auch mal kurz einen Blick rein. Ja, also man sieht deutlich weniger Klassen und Interfaces. Ich habe eigentlich nur 2 Interfaces, dieses Ich berichte und Ich ermittle Verfügbarkeiten. Und wenn wir die uns mal anschauen, die habe ich noch nicht umbenannt, das wollte ich nachher noch schnell machen. Einfach von der Benamung her, aber hier zum Beispiel dieses Ich berichte und dann die Methode über Verfügbarkeit. Und wenn man sich das vorher mal angeschaut hat, dann war das, gucken wir mal, ob wir es gleich finden. Es sind eh schon viele Interfaces, deswegen ist es schwierig. Ich erzeuge Bericht und dann gibt es hier eine Methode erzeuge FTP-Auftrag.
wie man daraus schon erkennen kann, auch das ist so von den Namen her. Und wenn ich mich da in 2 Jahren wieder reindenken muss, ist das sehr schwierig. Und habe da auch ganz gerade versucht, dann das Ganze ein bisschen von der Benennung her sauberer zu machen. Und Verfügbarkeit ist ja eigentlich so in dieser Domäne das Zentrale. Wir möchten unserer Tochterfirma in Polen die Verfügbarkeiten der Artikel übermitteln. Ja, und deswegen habe ich das so Ganze um diesen Begriff herum aufgebaut. So, jedenfalls habe ich jetzt dieses Interface gemacht. Wie man sieht hier ein sehr, ja, ich sage immer gern breites Interface im Sinne von, dass ich wenig Einschränkungen habe. Also dass ich hier schon ein IEnumerable verwende statt zum Beispiel List oder sogar noch stärker eingeschränkt. Und ich habe an dieser Stelle Object verwendet. Ich hab erst mit dem Gedanken gespielt, es generisch zu machen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass diese Listen, die da zurückkommen, also diese einzelnen Klassen, die der Kollege damals gemacht hatte, also zum Beispiel, wo war es denn, die ist schon eine Kontrakte, schauen wir mal ganz kurz, Artikelbestand beispielsweise, ja, das hat hier diese Properties, aber tatsächlich wird nur die ToString-Methode verwendet. Sprich, diese Properties müssten auch schon gar nicht public unbedingt sein an der Stelle. Könnte man einen Konstruktor machen. Dann wäre das Ding fertig. Dann braucht man nichts nach außen. Auch nichts veränderbar nach außen. Das ist ja auch jetzt veränderbar, ne? Hier das Setter. Und da er nur die ToString-Methode verwendet, habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich doch einfach ein Object, weil das reicht mir eigentlich, um die ToString-Methode aufzurufen. Generik wäre jetzt wieder sowas, macht man es. Aber wie gesagt, da war für mich Wirtschaftlichkeit und auch dann, dass man in 2 Jahren auch sch relativ schnell reinkommt und möglichst so Einfachheit zuerst. Und Generik macht natürlich das Ganze immer schwieriger. Man muss jetzt auch dran denken, nicht jeder Entwickler, wenn man zum Beispiel einen von Java bekommt, die haben zwar auch Generik, aber lang nicht so schön wie .NET. Ja, und vielleicht kennen die sich da nicht mit aus. Und deswegen ist das hier mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit, dass es auch in 2 Jahren einfach zu editieren ist und einen Fehler zu fixen oder was weiß ich, was anzupassen, muss man immer wissen, ist derjenige dann auch in der Lage, mit Generik umzugehen. Und deswegen habe ich mich einfach gegen Generik entschieden. So. Jetzt gehen wir zu den Implementierungen und da gibt es jetzt 3 Implementierungen, weil der Kollege hat ja vorher auch 3 eigene Klassen dafür gehabt. Das wollte ich eigentlich ja konsolidieren. Also was hat sich da geändert? Ja, da hat sich Folgendes geändert, wenn wir mal in eine Klasse reingehen. Es gibt nur noch also die Klasse selbst implementiert gar nicht das Interface, sondern es gibt eine gemeinsame Basisklasse. Dann schauen wir als erstes die an, die dieses Interface implementiert. Und in dieser Basisklasse habe ich jetzt im Prinzip alles konsolidiert, was vorher in den 3 einzelnen Klassen im Prinzip alles gleich war, also gegen dieses Don't Repeat Yourself Prinzip verstoßen wurde. Und das habe ich hier alles in eines reingepackt. Und lediglich der Code, der pro Klasse unterschiedlich tatsächlich ist, habe ich dann hier abstrakt gemacht, sodass die Kind-Klasse das implementieren muss. Und zwar ist das einmal die Query selbst und einmal das Mapping von dem Datensatz auf das eigentliche Objekt. Und schauen wir uns das Ganze an, wie das dann in der Implementierung aus, also in der Kind-Klasse aussieht. Die muss natürlich dann die abstrakte Basisklasse implementieren. Ich habe die auch gleich sealed gemacht. Und hier, nee, dass es abstrakt ist, ne? Nur zur Info, ich denke, die meisten wissen es, aber abstrakte Klassen können selbst nicht instanziert werden. Man kann hier Implementierung vorgeben. Und über Protected Abstract sage ich eben, dass nur die Kind-Klassen diese Methode implementieren können, beziehungsweise sie müssen sogar, weil sie abstract sind. Das heißt, ich muss hier 2 Sachen implementieren. Einmal die Property Query, die ist dann wirklich für jedes tatsächlich auch unterschiedlich. Man hätte hier jetzt übrigens auch noch einen OR-Mapper verwenden können, aber das wäre jetzt schon das Ganze zu viel des Guten gewesen, hätte ich länger gebraucht, um da jetzt einen OR-Mapper noch schnell einzurichten und so weiter. Und deswegen habe ich mich da an dieser Stelle entgegen entschieden, weil wie gesagt, diese Query hat sich seit 10 Jahren nicht geändert. So, und hier habe ich dann das Object und dann mache ich hier habe ich ein eigenes DTO dafür weiterhin, aber ich habe jetzt glaube ich noch nicht meinen Konstruktor gemacht. Das wollte ich noch machen. Das habe ich noch nicht gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dann mache ich diesen Konstruktor, mache dann die Prüfungen rein, sodass sich das Objekt selbst validiert. Also wie gesagt, ich bin noch gar nicht ganz fertig, war jetzt knapp unter einer Stunde und wollte das jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, einfach kurz zeigen. Und ja, dann wird es quasi dieser Liste, die hier mitgegeben wird, hinzugefügt. Warum mache ich das so, dass ich da noch die Liste mitgebe und das hinzufüge? Ich möchte keine Zustände in diesen abgeleiteten Klassen speichern.
Ich möchte immer möglichst zustandslos arbeiten. Das war der Hintergrund. Und jetzt gibt es eben von diesem Interface drei Implementierungen. Ich habe auch gleich die Benamung ein bisschen optimiert. Schauen wir uns das nochmal an. Es gibt Bestellungen, Lagerbestände und Reservierung. Und da es eh um Verfügbarkeit geht, habe ich nicht jetzt in jeden Namen den Begriff Verfügbarkeit eingetragen und habe aus dem Bestand es ein bisschen optimiert und habe es Lagerbestände genannt, weil so gesehen geht, ist alles Bestand. Aber Lagerbestand ist bei uns expliziter, das ist auch der Domänenbegriff, den wir haben. Beziehungsweise Bestand ist dahingehend unklar, dass ja Reservierungen und Bestellungen sich auf diesen Bestand eben auswirken können. Ja, wenn zum Beispiel eine Reservierung auf morgen gesetzt ist, dann ist ab morgen die Verfügbarkeit niedriger. Ja, deswegen fand ich dieses Bestand als eigener Begriff nicht so eindeutig und habe dann gesagt, okay, Lagerbestände, und zwar der jetzige Lagerbestand, wie es jetzt im Lager liegt. Ja. So, das war also der erste Schritt. Ich habe aus mehreren Interfaces eines gemacht, weil es auch tatsächlich nur eines ist. Es handelt sich hier nicht um das Interface Segregation Principle. Dann habe ich das Don't Repeat Yourself Prinzip angewandt und habe alles in einer Basisklasse konsolidiert. Ich bin eher ein Feind von Vererbungen, aber an dieser Stelle war das eigentlich ganz okay und passend. Man könnte es auch anders machen. Ich habe jetzt mich eben dafür entschieden. Aber dann trotzdem auch auf die modernen Möglichkeiten von Objektorientierung zugegriffen mit Abstract, dass es derjenige implementieren muss, auch Protected, dass nur die abgleichen lassen das machen können und so weiter und so fort. So, das war also Punkt 1. Punkt 2 war, ich möchte das Open-Close-Principle umsetzen, weil ich müsste ja immer noch alle drei Implementierungen im Prinzip instanziieren und aufrufen. Das hat der Kollege damals wie folgt gemacht. Schauen wir mal hier kurz im Bericht. Ja, und jetzt ruft er hier quasi auf jeder Implementierung selbst das Ganze auf. Das bläht natürlich den Konstruktor auf, weil wir einen IOC-Container verwenden. Ja, jetzt muss er quasi sich jede einzelne Implementierung reinreichen lassen, auf der das aufrufen. Und ja, wenn jetzt eine weitere Implementierung hinzukäme, beziehungsweise ein weiteres Interface, muss er natürlich an diese Klasse gehen. Ja. Und das widerspricht dem Open-Close-Principle, bei dem man versucht, eben bestehende Klassen zuzulassen, wie sie sind, und trotzdem neue Funktionalität oder erweiterte Funktionalität mit reinzubringen, dass man nicht Bestehendes anfassen muss. So, und das Ganze habe ich wie folgt gelöst. Wir haben ja einen IOC-Container, der ist ideal für sowas. Und das Ganze sieht dann so aus. Die neue Klasse lässt sich das nicht einzeln reinreichen, sondern nimmt dieses gemeinsame Interface, was wir jetzt haben, und sagt, ich hätte gern bitte alle Implementierungen des Interfaces, ich ermittle Verfügbarkeiten. Also ein Array, ne? Ich möchte quasi alles, und dann gibt der Container einem alle Implementierungen als Array rein, und dann kann ich hergehen und iteriere einfach über alle Implementierungen drüber, verwerte das Ergebnis, wie ich es möchte, und fertig ist der Lack, würde jetzt der Kollege aus dem Osten sagen. Wie mache ich das? Und zwar habe ich das jetzt, muss ich erstmal dem Container sagen, lieber Container, wenn bei dir ein Array, also wenn eine Klasse instanziert werden muss oder ein Service instanziert werden muss und dieser Service hat im Konstruktor ein Array von einem Dienst, der bei dir registriert ist, dann reich ihm bitte alle Implementierungen rein. Und das Ganze mache ich so, Add Subresolver, Collection Resolver, und damit weiß der Container, wenn ein Array angefordert wird für die Instanzierung von einer Klasse, dann kann er das machen. So, ich habe das Ganze jetzt vorerst noch so gemacht, indem ich einfach über alle drei Implementierungen hier drüber iteriere und das als Dienst zurückgebe. Das ist noch nicht ganz Open-Close-Principle eingehalten, weil hier müsste ich ja jetzt nochmal, wenn es dazu käme, quasi hier Type-of und so weiter einfügen. Aber immerhin bin ich mal weiter als vorher, weil da musste ich halt alles noch aufrufen, im Konstruktor musste ich es deklarieren, wenn ich dann was weiteres hinzunehme, passt der Unit-Test nicht mehr. Das macht es also ganz schön problematisch. Hier habe ich jetzt nur noch eine zentrale Stelle, wo ich dann quasi per Komma-Type auf und das Ganze muss ich hinzufügen. Aber das habe ich nur deshalb noch nicht gemacht, weil ich weiß, dass man das in Castle Windsor machen kann, dass alle Klassen, die das Interface ich vermittle Verfügbarkeiten implementiert, dass die registriert werden. Das kann man mit einem einfachen Befehl machen. Ich weiß auch, wo der steht. Ich habe es nur zu dem Zeitpunkt, als ich es gerade gecodet habe, nicht gewusst. Und deswegen habe ich das mal kurz, damit es funktioniert, so hingeschrieben. Das werde ich jetzt als nächstes machen, dass ich quasi sage, alle Klassen, die ich ermittle Verfügbarkeiten implementieren, bitte registrieren.
Und dann kann man da auch sogar weitere Assemblies dazu schmeißen, die, also sagen wir mal, später hätte ich keinen Zugriff mehr auf den Code. Dann mache ich einfach eine neue Assembly, wo eine weitere Implementierung von Ich-Ermittle-Verfügbarkeiten drin ist und dann wird die automatisch mitregistriert. Ja, das ist also möglich. Wen das interessiert, einfach in die Kommentare vom Video oder im Blog schreiben und dann gebe ich euch den Code hierfür, wie ihr das Ganze mit CastleBean so machen könnt. Ja, das heißt, ich habe jetzt im Prinzip auch noch erreicht, dass wir, sollten wir keinen Zugriff mehr auf den Quellcode haben, können wir das Ganze erweitern. Oder allgemein gesprochen, ich habe das Open-Close-Principle auch umgesetzt. Das heißt, es macht später auch einfacher, hier, ohne dass man groß was kaputt machen kann, einfach das Ganze zu erweitern. Ne? Oder dass ich einen Test anpassen muss. Muss ich nicht, weil ich muss jetzt nichts mehr am Konstruktor oder so weiter ändern. Ich mache einfach nur noch selber eine Implementierung, füge die hinzu. Sachen, die man einfach nur erweitert, sind einfacher zum Testen und es ist sicherer, was quasi Breaking Changes angeht. Ja, das war auch noch ein weiterer Zweck. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal hier kurz anschauen, es sind natürlich auch weniger Klassen, wie man hier sieht, weniger Interfaces, aus meiner Sicht sehr übersichtlich und das Ganze ist auch relativ klein. Also ich habe diesen Bericht hier noch kurz, wo ich im Prinzip die ganze Klasse hatte 67 Zeilen. Eigentlich hätte ich hier nur den Code drin, der der Kollege vorher in über 100 Zeilen hatte, hätte ich im Prinzip sogar nur 40 Zeilen. Weil dieser untere Code, der hier kommt, den habe ich quasi genommen. Ich habe eine Klasse weggeworfen, habe das hier mit reingepackt. Ja? Das heißt, ich habe sogar hier in 67 Zeilen, habe ich glaube ich zwei oder drei Klassen, bei der zumindest eine vorher schon über 100 Zeilen hatte. Also so gesehen haben wir hier relativ viel Code gespart und Unit-Tests fallen ja komplett weg im Prinzip, weil ich muss ja hier nicht mehr jede einzelne Klasse mit jeder einzelnen Methode testen, die über die Interfaces gemacht waren, sondern das kann ich jetzt eigentlich einfach mit einem Test könnte ich das Ganze jetzt abdecken. Und der nächste Punkt ist der, ich werde auch die Unit-Tests so nicht weiterverfolgen, sondern ich werde einen Integrationstest schreiben, der einfach nur prüft, wurde alles exportiert. Beziehungsweise konnte alles generiert werden, exportiert, schmeißt es keinen Fehler und sind es zum Beispiel mindestens, was weiß ich, 1000 Einträge und von jeder Eintragstyp, also quasi Reservierung, Lagerbestand und Bestellung, mindestens so und so viel. Ja. Und damit habe ich das Ganze abgedeckt, da brauche ich nicht für jede einzelne Klasse einen Unit-Test schreiben, weil damit habe ich immer noch nicht gewährleistet, dass alles, dass quasi das Fachliche hinten dran auch funktioniert. Habe ich gewährleistet, dass eine kleine Einheit funktioniert, aber lange nicht alles zusammengreifen muss. Ja. Ja, und wie man dann sieht, ich habe hier noch eine kleine Unterteilung vorgenommen. Das hat jetzt mit den eigenen Entwicklungsprinzipien gar nichts zu tun, aber es war für mich einfach angenehmer, dass hier die Berichtsgenerierung stattfindet und hier ist der eigentliche Export, also quasi diese CSV-Daten, die hier generiert werden, werden hier exportiert. Und hier Lagerbestände, Reservierungen und Bestellungen ist eigentlich auch jetzt von den Begriffen her einfacher nachzuvollziehen. Und was im Wesentlichen drin steht, ist diese Verfügbarkeit und ein Bericht über die Verfügbarkeit. Ja, diese Begriffe spiegeln sich hier einfach schön wieder. Ja, soweit hierzu. Kommentare gerne unten rein, wenn ihr zum Beispiel diese fehlende Implementierung noch sehen wollt und wenn ihr öfters mal solche Videos wirklich so aus der Praxis sehen möchtet.